Yo Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play von Kingdom Hearts 3D. Moment mal, wieso trägt Sora ein anderes Schlüsselschwert? Tja, ganz einfach, ich habe mich nämlich offscreen doch noch darum gekümmert, sowohl mit Riku als auch mit Sora alle Geheimportale zu schaffen, also das heißt, alle bisherigen Bosse mit Ausnahme denen von der Welt, die niemals war, noch einmal zu besiegen, weil sie ja um einiges stärker gewesen sind. Und wenn man das jeweils mit Riku und Sora schafft, bekommt man ein Schlüsselschwert mit dem Namen Entfessler. Und so sieht Entfessler eben aus, ist auch ein relativ starkes Schlüsselschwert. Und gerade bei Sora habe ich das Ganze jetzt sogar noch gemacht, bevor ich gegen Julius gekämpft habe, weil das möchte ich in diesem Part ja gerne machen. Man bekommt ja jedes Mal, wenn man ein Geheimportal das erste Mal schafft, einen Bonus für den HP-Höchstwert. Und jetzt seht ihr ja, wie lang die grüne HP-Anzeige von Sora geworden ist. Ein paar Mal HP-Boost habe ich ja auch aktiv, also jetzt hat er richtig schön viele Lebenspunkte. Und ja, wie gesagt, der Entfessler sieht auch ganz cool aus, ist auf jeden Fall besser als der Flügeltaucher. Und ja, wie gesagt, in diesem Part möchte ich eigentlich nur noch mehr Julius auch mit Sora besiegen, um auch für ihn noch das Ultima Schlüsselschwert zu bekommen. Und dann ist dieses Let's Play eigentlich auch schon zu Ende. Ja, das wird, wie gesagt, definitiv der letzte Part sein. Also ich zeige euch jetzt nochmal hier unter Items Schlüsselschwert haben wir hier den Entfessler. Das perfekte Schlüsselschwert. Es hat hohe Werte und erleichtert kritische Treffer und besonders das Auslösen von Realitätswandeln. Hat eben eine Angriffskraft von 18 und einen Magiewert von 14. Ne? Zum Vergleich, Flügeltaucher hat nur einen Angriffswert von 12. Dafür hätte es um einen Punkt einen höheren Magiewert, also 15. Das ist jetzt aber nicht so schlimm, aber wie gesagt, Angriffswert ist um einiges besser hier bei meinem Fessler. Und ansonsten, ich habe nämlich noch ein bisschen den flinke Flitzer Cup gemacht, den habe ich aber trotzdem nicht komplett geschafft, weil ich irgendwie den letzten Cup nicht freischalten kann. Aber trotzdem hier beim Kommandodeck habe ich für Sora jetzt, wie ihr sehen könnt, noch ein weiteres Mal Ballonga geholt und die Feuergasalve, die habe ich von meinem Tyrannenrex nämlich bekommen. Ja? Feuergasalve ist auch nochmal richtig geil und super stark. Jetzt seht ihr, er hat jetzt einmal Ballonra und zweimal Ballonga, die Feuergasalve und eben dreimal Vigra natürlich zum Heilen. Und bezüglich der Fertigkeiten sieht es bei mir jetzt auch ganz okay aus, würde ich sagen. Viermal HP-Boost, Sora ist übrigens auf Level 50, wie ihr oben sehen könnt. Also viermal HP-Boost. Gut, Wasserboost ist egal, dann hier dreimal Heilkunst, ist ganz praktisch, weil er jetzt so viele Lebenspunkte hat. Die Regenerationszeit der Mitte-Magie steigt an, dreimal ist hier das Maximum. Item-Boost ist egal, verwende ich gerade eh nicht. Attacke hast habe ich fünfmal, Magie hast viermal. Angriffskraft 2 und Magiesphäre 1, Abwehrkraft gerade nicht, ist aber nicht so schlimm. Gut, Wasserfest ist eigentlich auch egal für diesen Kampf. Dann hier Wichtblocken, Konfusblocken, Giftblocken und Stoppblocken sind noch aktiv. Und unterstützen halt dreimal Combo Plus, einmal Luft Combo Plus und wie gesagt sonst immer standmäßig Trotzkopf, Dickschädel, Analyse, Immunität und einmal Charmeur. Und ich hab's sogar schon ein paar Mal offscreen probiert, also ich hab's schon dreimal jetzt geschafft, Julius mit Sora zu besiegen, also werde ich es jetzt auch in dieser Aufnahme hier für das Let's Play noch schaffen, das wäre doch gelacht. Und natürlich habe ich auch, bevor ich gestürzt bin oder als ich gestürzt bin, habe ich Sora natürlich noch Sturzboni gegeben, also Magiewerte Stufe 3 und dann glaube ich noch Angriffswert Stufe 1 und Sturzdämpfer auch Stufe 1 oder irgendwie so, oder was, Abwehrkraft, irgendwie sowas war das, aber auf jeden Fall Magiekraft Stufe 3 habe ich ihm gegeben natürlich. Und ja, das bedeutet, jetzt geht es wieder auf zum Brunnenplatz. Die Gegner werden ignoriert, habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Hey, was ist hier los? Ich will vorwärts. Ich komme nicht vorwärts. Okay, jetzt komme ich vorwärts. Irgendwas hat mich zurückgehalten. So, und wie gesagt, der Kampf wird ja trotzdem mit Sora schwieriger, weil er nicht so gut ausweichen kann. Aber das wird schon werden. Who are you?
Die Siege Julius. So Leute, jetzt geht's mit Sora gegen den dicken fetten Julius. Hier, so gehen wir Ballonra hier, zack, für dich. Wie gesagt, Sora beherrscht ja leider weder die sinistre Rolle noch die sinistre Barriere, also hat er es deutlich schwieriger auszuweichen und sich zu verteidigen, was ich schon ein bisschen fies finde. Ich meine, die hätten Sora doch wenigstens irgendwas Vergleichbares lernen lassen können, aber nein, so hier, Feuersalbe, frisst Feuer! Das Geile an der Attacke ist nämlich, die ist Zielverfolgen, also die Feuerkugeln verfolgen selbstständige Ziel, so Ballonra. Am besten werde ich probieren, ihn einfach richtig dermaßen mit Attacken zuzuspammen, dass der überhaupt nichts machen kann. So, daneben, so gleich nochmal, Ballonra. Zack, und die Feuersalbe hinterher. Richtig schön ins Gesicht. So, und ich habe übrigens auch gemerkt, wow, ich habe gemerkt, er lässt es erst dann Blitze regnen und lädt sich dann elektrisch auf, wenn er die Hälfte seiner Lebensenergie verloren hat. Ja, dann macht er das nämlich vorher noch nicht. So, zweimal Ballonga hintereinander gespammt und Feuersalbe hinten drauf. So, extra alles nur für dich. Man, haust du mal ab, du stinkst. Du hörst mal wieder einen Bart. Mit einem Zahnarztbesuch, der hat so furchtbare Zähne. So, hier frisst Ballonra. Und Ballonga und Ballonga. Achtung, es geht los. Jetzt hat er sich, Alter, elektrisch aufgeladen. Und ich bilde mir auch ein, er blockiert immer nur dann eins meiner Kommandos, wenn er mich irgendwie berührt, während er elektrisch geladen ist. Also jetzt zum Beispiel, bilde ich mir jetzt ein, ist jetzt irgendwas blockiert? Ja, einmal Vigor, natürlich. Du verdammtes Asshole, du. Oh, Vorsicht. Alter. Hau bloß ab. So, Ballonga. Alter, gehst du weg? Geh du weg! Geh weg! Du fettes Schwabbel, du Blödes. Ich das hasse. So, hier Fries. Alles für dich, du fettes Rindvieh, du Blödes. Ja, na klar, jetzt hat der Ballonra auch blockiert, dieser... Der fiese Fettsack, ja, das ist mein Spitzname für ihn, fieser Fettsack. Ja, schon wieder, natürlich. Ja, man kann ein bisschen, wenn man mit Y-Block, kann man sogar mit Sora diese Blitze abwehren, aber ist halt leider nicht so einfach. Seht ihr? Ja, Alter, warum muss er den Scheiß immer machen? Ich zerficke dich, bevor du mich zerlegst. Wow, na klar. Fettes Schwein. So, komm, Vigor, Vigor, Vigor. Vigor. Ja, Alter, was blockiert denn der jetzt noch alles von mir, dieser Arsch? Haust du mal ab! Alter. Ich fass es nicht. So, Ballonra ist wieder frei. Und los, Feuersalbe! Keine Rücksicht auf Verluste, los! Alter, wie der hier fast alles von mir blockiert, was bildet er sich eigentlich ein? So. Ich fass es nicht. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Seht ihr hier so, Y? Ja, habe ich einmal einen Blitz, habe ich blockiert. So, Vigor. Jetzt ist nämlich noch einmal Vigor frei geworden. Das ist sehr schön. Was machst du denn? Ich bin hier. So. Oder hier. So, komm, wir können ihn natürlich auch angreifen, wenn er aufgeladen ist. Und ich habe ihn besiegt! Leute, ich hab's geschafft mit Ballonra. Na bitte, es geht doch. What was that about?
erhalten Ultima. Ein außergewöhnliches Schlüsselschwert mit allgemein hohen Werten, das kritische Treffen das Auswahl von Realitäts man leicht hat. Awesome! Tja nun, jetzt hat auch Sora das Ultima-Schlüsselschwert, aber jetzt zeige ich euch nochmal den Unterschied zwischen dem Entfessler und Ultima von den Werten her. Weil Ultima ist ja von den beiden Werten, wie ihr sehen könnt, ausgeglichen. Ne? Angriffswert 16, Magiewert 16. Das heißt, Ultima hat zwar einen um 2 Punkte höheren Magiewert als Entfessel, aber dafür ist der Angriffswert um 2 Punkte geringer. Also würde man jetzt nach der reinen Angriffskraft gehen, wäre der Entfessler sogar besser. Aber bezüglich des Magiewertes ist wiederum Ultima besser und ich persönlich finde Ultima sieht auch einfach viel, viel geiler aus. Und deswegen bekommt es Sora auch. Ja, das steht mir einfach viel besser. Und ja, das war's jetzt auch mit Julius, mit Sora. Habe ich doch auch geschafft. Und ja, wie gesagt, so wirklich was machen kann und will ich eigentlich auch nicht mehr wirklich. Es gäbe, wie gesagt, noch zwei weitere Schlüsselschwerter, die ich theoretisch bekommen könnte, aber in meinen Augen bringt das jetzt eh nicht mehr so viel. Ja? Ich möchte, wie gesagt, diese Let's Play jetzt endlich mal zu einem Ende bringen. Aber ich kann euch zumindest noch sagen, was das für Schlüsselschwerter sind und wie man die bekommt. Also das eine, das heißt süße Träume und das bekommt man eben, wenn man den flinke Flitzercup komplett schafft, also zu 100%. Was bei mir aber eigenartig ist, weil ich wie gesagt den letzten Cup nicht freigeschalten habe. Das liegt aber glaube ich an meiner zu geringen Flitzerstufe. Ich glaube ich brauche Flitzerstufe 15, habe aber leider nur 14. Und ich habe zumindest gelesen, ab Flitzerstufe 15 soll man auch den Geheimcup freischalten. Und vielleicht ist das eh auch der letzte, aber wie gesagt, wenn man den dann auch noch schafft, also wenn man da 100% hat im flinke Flitzercup insgesamt, dann bekommt man ein Schlüsselschwert namens Süße Träume. Ist aber natürlich bei weitem nicht so stark wie Entfessler oder Ultima. Und das andere besondere Schlüsselschwert, was man noch bekommen kann, das nennt sich Garaus. Das bekommt man, wenn man eben mit Sora und Rico alle Spezialportale schafft. Ja, weil wie gesagt, Entfessler habe ich ja bekommen durch alle Geheimportale. Aber wenn ich alle Spezialportale schaffen würde, dann bekäme ich noch ein Schlüsselschwert namens Garaus. Das ist ein großes, gezacktes Breitschwert-Schlüsselschwert. Das ist auch nochmal relativ stark, aber trotz alledem wieder ein bisschen schwächer als Ultima und Entfessler. Also wie gesagt, in meiner Meinung, es bringt jetzt nicht mehr so viel und vor allem, ich müsste jetzt noch so oft wieder hin und her stürzen, dass ich da noch alle Spezialportale schaffe. Das würde einfach viel zu lange dauern, da habe ich einfach auch keine Lust mehr drauf. Und ja, wie gesagt, ich zeige euch das jetzt hier nochmal ganz kurz, hier beim flinke Flitzercup, was ich meine. So hier, spielen auf jeden Fall. So, ihr seht es ja unten. Flitzerstufe 14 und Wettkampfabschluss 68%. Und wenn bei Wettkampfabschluss eben 100% steht, dann bekäme man das Schlüsselschwert Süße Träume. Und ich habe aber wie gesagt Flitzerstufe 14 und bräuchte aber Flitzerstufe 15, habe aber jetzt keine Ahnung, wie ich meine Flitzerstufe nochmal erhöhen kann. Ich glaube einfach noch ein paar Mal Wettkämpfe machen oder ich weiß ja auch nicht. Also ich zeige hier nochmal die ganzen Wettkämpfe, die es gibt. Also die Cups, die ich freigeschalten habe. Dann haben wir hier eben den Trainings-Cup, den Anfänger-Cup, den Bunten-Cup, Digital-Cup, Tin-Pin-Cup, Blitz-Cup, Nash-Cup. Und dann habe ich echt schon geglaubt, der Final-Cup, wegen dem Namen her, wäre der letzte Cup. Stimmt aber nicht, wenn man den Final-Cup nämlich schafft, dann schaltet man noch den Horror-Cup frei. Und dann habe ich den Horror-Cup geschaffen, ich habe trotzdem da unten nur stehen 68%. Und wie gesagt, es soll angeblich noch einen Geheim-Cup geben, den man dann erst freischaltet, wenn man Flitzerstufe 15 hat. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock, hier noch weiter rum zu kämpfen hier. Ich meine, wie gesagt, Süße Träume ist ja ganz schön und nett, ist aber eh schwächer als die anderen Schlüsselschwerter, die ich jetzt so habe. Also, wie gesagt, danke, aber nein danke. Deswegen raus hier. Ja, also das war jetzt wie gesagt nur für die, die es gerne wissen wollten, wie man dieses Schlüsselschwert bekommt, Süße Träume eben, einfach den flinke Flitzercup zu 100% schaffen und für
Garaus eben alle Spezialportale schafft. Natürlich mit Sora und Rico jeweils einzeln, ist eh klar. Das musste ich ja mit den Geheimportalen eh auch machen. Und wie gesagt, Ultima finde ich persönlich ist immer noch das coolste Schlüsselschwert. Das sieht einfach am geilsten aus. Und ich habe eigentlich das Gefühl, in der Welt, die niemals war, haben wir diesen Realitätswandel Desillusion eingesetzt. Und da erschien ja so ein riesengroßes doppeltes Schlüsselschwert, was Sora und Rico gemeinsam benutzt haben. Und für mich hat das eigentlich so ausgesehen, wie zweimal Ultima einfach aneinander gehalten. Irgendwie so ähnlich. Und das hat dann dieses megamäßige, riesige Schlüsselschwert gebildet, dieses Doppelschlüsselschwert. Kann gut sein, dass das auch wirklich zweimal Ultima ist. Also eben einmal für Sora, einmal für Rico, irgendwie so. Auch wenn sie es zu der Zeit ja noch gar nicht gehabt haben. Aber ja, ich bin, wie gesagt, froh, dass ich es jetzt auch geschafft habe, Julius mit Sora zu besiegen. Das heißt, dass ich hier natürlich auch nochmal speichern werde. Das ist eh ganz klar. Hier so. Überschreiben. Und hey, ich habe eine Spielzeit von über 46 Stunden. Das ist eh eine ganze Menge. Ich meine, um den Part jetzt noch schön ausgehen zu lassen, wir können uns hier noch ein paar Sachen angucken. Zum Beispiel, ja, wie gesagt, alle Traumfänger schaffen, das kriege ich jetzt auch nicht wirklich immer. Da fehlen mir immer noch ein paar Zutaten, das ist eh auch eigentlich wurscht. Und ansonsten, ja gut, die Werte ist jetzt egal. Hier, Berichte. Wie gesagt, Trophäenschrank kann ich euch jetzt noch einmal ganz kurz zeigen, da hat sich jetzt nichts mehr verändert. Ich habe insgesamt 9 Trophäen, ich habe abgeräumt. Beweis, dass du die Geschichte abgeschlossen hast. Ehrenzeichen, beweis, dass du die Geschichte im Profimodus abgeschlossen hast. Langschläfer, beweis, dass du 2000 Sturzpunkte gesammelt hast. Schlüsselmeister, beweis, dass du 2500 Traumfänger besiegt hast. Krösus, beweis, dass du 5000 Taler gesammelt hast. Tiefseetaucher, beweis für über 7.500.000 Punkte im Tauchmodus. Realitätswandler, beweis, dass du mit Realitätswandel 50 Gegner besiegt hast. Link-Experte, der beweist, dass du mindestens 50 Link-Verbindungen mit deinem Geist aufgebaut hast. Und Andenkensammler, beweist für mindestens 20 Fotos beim Anfreund mit Geistern. Die anderen, wie gesagt, die interessieren mich jetzt ehrlich nicht mehr so sehr. Ja, wie gesagt, Schätze, ich habe natürlich leider nicht überall alle Schatzungen gefunden, weil wo sollen die überhaupt sein? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keine Lust nachzugucken. Hier zum Beispiel Stadt Travers. Mit Rico fehlt mir genau eine einzige Truhe. Also, ja gut, ihr könnt es eh oben sehen. Insgesamt gibt es 438 Schatzruhen, ich habe 315 aber nur gefunden. Also in der Stadt Travers habe ich 65 von 66, Lazide des Klosches 49 von 83, dann 43 von 53 im Paradies der bösen Buben. Der Raster hat mit 87 Schatzruhen, die meisten, da habe ich gerade mal 39 gefunden, das ist eigentlich richtig schlecht, naja. Das Land der Musketiere, 41 von 63 und Simsalabim-Sinfonie ist die einzige Welt, wo ich alle 43 Schatzungen gefunden habe. Also alle mit Sora und mit Rico und gut, die Welt, die niemals war, habe ich 35 von 43, da habe ich leider mit Sora nicht alle gefunden, aber dafür mit Rico hier, die Welt, die niemals war, habe ich alles gefunden. Traumfänger, wie gesagt, habe ich nicht alle erschaffen können, Charaktere sind das jetzt eh alle bekannt und Glossar, da haben wir jetzt eigentlich eh auch schon alles Mögliche gesehen. Hier, wie gesagt, die geheime Nachricht kann ich nochmal gerne zeigen. Hier, die Vergangenheit wird wiedererweckt werden als eine neue Zahl in noch nie erlebten Einzelheiten. Macht es bereit für das Wachen der nächsten Zahl. Damit sind eben gemeint Kingdom Hearts 1.5 HD Remix und Kingdom Hearts 3. Weil was anderes kann das eigentlich gar nicht bedeuten. Ansonsten, ich weiß gar nicht, habe ich hier eigentlich das auch schon vorgelesen? Hier, mit Sora verbundene Herzen. Kurz nach Soras Geburt stellte sein Herz eine Verbindung zu dem eines Jungen namens Ventus her. Ventus' Herz war auseinandergerissen worden, doch Sora rettete ihn, indem er sein eigenes mit ihm teilte. Jahre später wurden drei junge Schlüsselschwertträger, Terra, Aqua und Ventus, in einen Kampf mit Meister Xehanort verwickelt. Auf ihren Reisen trafen Meisterin Aqua und Meister Terra auf Sora und seine besten Freund Rico. Sora versprach Aqua, Rico auf dem rechten Pfad zu halten, während Rico Terra ein geheimes Versprechen gab. Kurz darauf wurde Terra zu einer Hülle für Meister Xehanort und Aqua verschwand in der Welt der Dunkelheit. Ventus zertrümmerte sein eigenes Herz, um seine Freunde zu beschützen und kehrte zu Soras Herz zurück, wo er bis heute schläft. Jahre später, als Sora älter war, versteckte er unwissentlich das Herz seiner Freundin Kairi in seinem eigenen, um es zu beschützen. Als Sora ein Herzloser wurde, half er versehentlich Kairis Niemand Namine eine Form zu geben, als er seinen eigenen Niemand Roxas erschuf.
Ein weiteres Wesen wurde erschaffen, eine Kopie namens Xion, die aus Soras Erinnerungen an Kaire gebildet wurde. Xion hatte die Kraft, Roxas nachzuahmen. Schließlich erkannten Xion und Namine ihren Platz und führten die Stücke dorthin zurück, wo sie hingehörten. Namine kehrte in Kaires Herz zurück und Xion und Roxas kehrten zu Soras zurück. Viele Herzen berührten Soras und diese Verbindungen bleiben bestehen. Doch ihre Geschichten endeten in Trauer, eine Trauer, in der sie noch heute schlafen. Ganz schön traurig, nicht wahr? Ganz schön traurig. Gut, hier die sieben Prinzessinnen. Ein weiterer Name für die Prinzessinnen der Herzen. Die einzigen sieben Leute auf der Welt, deren Herzen reines Licht sind. Sie sind zwar nicht unbedingt von königlicher Abstammung, doch sie heißen Prinzessinnen, da sie alle weiblich sind und weil derjenige, der sie zusammenführt, der Herrscher über alle Welten sein wird. Welche Kräfte die Prinzessinnen besitzen, ist nicht ganz klar, doch ihre Herzen wurden bereits einmal gestohlen, um eine Neigung zu Kingdom Hearts und ein sogenanntes Schlüsselschwert der Herzen zu schaffen. Ja, das war in Kingdom Hearts 1 der Fall, da hat Malefiz die sieben Prinzessinnen entführt, um eben den Eingang zu Kingdom Hearts zu öffnen, was ihr aber natürlich nicht gelungen ist. Jetzt muss ich nochmal nachdenken, wer sind eigentlich jetzt nochmal die sieben Prinzessinnen? Also Kaire ist eine der sieben Prinzessinnen, dann Belle von Die Schöne und das Biest, Cinderella, dann Röschen doch auch, oder? Ja, Schneewittchen? Wer noch? Wer war denn noch dabei? War das nicht sogar... Nee, oder? Die von Tarzan war das nicht, oder? Jane? Glaube ich, war keine der sieben Prinzessinnen. Das war mir nicht mal eine sieben Prinzessinnen. Nein, das tut mir jetzt richtig leid. Wer sind denn noch Prinzessinnen der Herzen? Mulan kam mir im ersten Teil noch gar nicht vor. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, aber irgendwie so war das jetzt gerade. Also bitte steinigt mich nicht dafür, dass ich jetzt nicht weiß, wer die sieben Prinzessinnen insgesamt sind. Ja. Geschichte, wie gesagt, ist jetzt eh bekannt, das habt ihr ja alles in diesem Let's Play mit ansehen dürfen. Andenken gibt's wie gesagt hier noch das Kino, hier unten ist wie gesagt noch einmal das geheime Video zum Angucken, was ich aber eh in den Finalpart der Hauptstory quasi eingebunden habe, das geheime Video. Und das ist ja wie gesagt mehr oder weniger auch wieder ein Auftakt zu Kingdom Hearts 3, weil da haben wir ja gesehen, dass selbst Kairi, wie auch immer das genau möglich sein soll, aber sie ist, wie gesagt, tatsächlich auch in der Lage, ein Schlüsselschwert zu führen. Wir haben es nur in dem Spiel nicht gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, das soll eine Art Blumenschlüsselschwert sein. Ja, würde eigentlich auch gut zu Kairi passen. Also, wie gesagt, ich bin selber auch schon sehr gespannt auf Kingdom Hearts 3. Das Blöde ist, ich müsste mir dafür extra eine PlayStation 4 kaufen, weil das kommt ja leider nicht mehr für die PlayStation 3 raus, sondern schon für die PlayStation 4 und auch für die Xbox One, die es in meinen Augen überhaupt nicht verdient hat. Stattdessen hätten sie es ja ruhig für die Wii U ausbringen können, aber nein, da gibt es ja wieder die in meinen Augen total billige Ausrede, nur die Wii U, die kann ja kein DirectX 11, deswegen können wir es auch nicht für die Wii U rausbringen. Nö, ist klar, ne, zwinker, zwinker. Das kaufe ich denen nicht ab, ich glaube, die sind einfach wieder nur zu faul dazu oder sind einfach nur... miese, fiese Typis. Ich habe ja auch keine Ahnung, warum das mal wieder nicht für eine Nintendo-Konsole erscheint. Das ist eh klar. Wobei wir mal davon ausgehen müssen, dass eigentlich gar nicht mal so wenige Kingdom Hearts-Teile jetzt für ein Nintendo-System erschienen sind. Ja? Also hier Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance für den Nintendo 3DS. Dann 358 and Half Days und Recoded für den normalen Nintendo DS. Und Chain of Memories für den Game Boy Advance. Aber wie gesagt, die großen Teile der Hauptserie natürlich für PlayStation 2 und Burst by Sleep für die PSP. Und ja, Kingdom Hearts 3, wie gesagt, PlayStation 4 und Xbox One. Und ja, dafür, ja, ich möchte dieses Let's Play aber wirklich gerne beenden. Aber eine trotz alledem freudige Ankündigung kann ich noch machen. Und zwar wisst ihr hoffentlich alle, die ihr Kingdom Hearts Fans seid, dass am 13. September 2013, also eigentlich eh schon sehr, sehr bald, ein Remake des allerersten Kingdom Hearts Teils erscheint mit dem treffenden Namen Kingdom Hearts 1.5 HD Remix, was für die PlayStation 3 erscheint, wo zusätzlich auch noch ein HD Remake von Rechain of Memories drauf ist, was ja nie außerhalb... Also was jedenfalls nie in Europa erschienen ist, in den USA glaube ich ja schon, aber in Europa natürlich leider nicht. Das ist ebenfalls dabei und mehr oder weniger alle Cutscenes von 358 and Half Days in einer Art Kinomodus in HD zusammengeschnitten.
Und ich darf verkünden, weil ich euch ja einmal in einem Part von Kingdom Hearts 3D gefragt habe, ob ihr euch eigentlich gerne ein Let's Play von Kingdom Hearts 1 und 2 ansehen wollt. Ich kann euch jedenfalls schon mal versprechen, es wird, und sogar direkt am Release-Tag von mir, ein Let's Play von Kingdom Hearts HD 1.5 Remix geben. Von mir für euch, direkt am Release-Tag. Das ist ein Versprechen, das wird es geben. Weil ich habe mir eine PlayStation 3 gekauft, nicht wahr? Und genau aus diesem Grund kann ich euch direkt am Release-Tag, wenn es denn eh funktioniert, und ich hoffe, dass wird es auch, kann ich ein Let's Play von Kingdom Hearts HD 1.5 Remix machen. Das wird richtig geil. Und ich hoffe, ihr freut euch auch schon mal drauf. Weil dann komme auch ich mal in die Gelegenheit, den ersten Teil in HD zu zocken. Und ja, vielleicht werde ich Region of Memories dann später auch noch Let's Playen. Werden bestimmt auch die meisten sagen, ja, bitte macht das und so weiter. Also ihr habt mir gesagt, ihr wollt unbedingt ein Let's Play von Kingdom Hearts 1 sehen. Und anstatt dass jetzt Kingdom Hearts 1 selber kommt, kommt eben das verbesserte HD-Remake, was noch ein paar extra Cutscenes beinhaltet und so weiter und so fort. Also wie gesagt, es kommt direkt am Release-Tag, der 13. September 2013. Nicht verpassen, unbedingt einschalten. Und ja, wie gesagt, ich darf mich jetzt hochoffiziell von euch verabschieden. Ich habe so ziemlich alles in dem Spiel gezeigt, was es gab. Die paar restlichen Sachen habe ich eh erklärt, warum ich das jetzt nicht machen kann oder will. Das war mein Let's Play von Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad für den Nintendo 3DS. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's. Und wie gesagt, verpasst nicht das Let's Play von Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. In HD natürlich für euch von mir. Das ist ein Versprechen. Also, macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Kingdom Hearts Let's Play von mir. Tschüss.